lustig. Ja. Oh, Kel mit den Schein auf Niki, aber verpasst dann den Schein danach. Ist da Niki in einer schlechten Situation, die jetzt nicht geedgeguardet, kommt dann die Ledge. Schleicht sich mit einem Drill wieder auf die Stage, aber kommt direkt wieder ein Hit ab. Ja, okay, eigentlich alles offen auf jeden Fall. Ja, diese Match. Gerade mit zwei Füchsen. Es wird sehr viel gescheint. Ja. Und Falco ist da eigentlich nur das Futter auf beiden Seiten. Ja, auf jeden Fall. Okay. Kukin in der Zange. Wird aber von seinem Teampartner da rausgeholt. Team Rot hier auf jeden Fall kurz in der Kontrolle. Aber dann ein starker Hit gegen Kukin. Oh, und auch Kel ist jetzt raus. Oh, alle sind da unten. Alle sind gestorben. Eieiei. Into the Abyss. Alle auf zwei Stocks, bis auf Kukin. Einfach nur ein extrem chaotisches Match. Ja. Wir stehen sehr viel ineinander. Sehr viele Hitboxen hauen die raus. Ja. Okay, Niki bekommt den Grab, aber wird direkt unterbrochen. Oh, doppelte Edgeguard-Situation. Kukin ist raus. Okay. Ich glaube, bei den beiden fehlt noch so ein bisschen die Synergy bei Snacks und. Oh, bei Snacks und Niki. Ja. Obwohl sie jetzt einen leichten Vorteil haben. Wenn Snacks hier noch etwas extra Credit aufbauen kann, könnte das schon einen großen Vorteil bringen. Aber da ist schon eine sehr schön gesehen. Die Awareness von Niki ist da. Er eilt sofort zur Hilfe. Wird aber jetzt auch in die Zange genommen. Hat auch einiges an Prozenten gefressen. Weil sein Teampartner sich leider raushalten musste. Na jetzt. Einzelsituation mit Upthrows. Darin ist Niki sehr gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist ein sehr Tech-Skill-mäßig ausgefeilter Spieler. Das ist ein sehr enges Ding. Sehr, sehr eng. Aber Team Rot mit den hohen Prozenten, nein, boah, das war auch sehr schnell. Also Team Rot hätte es noch drehen können, auf jeden Fall ein solider Hit auf Fox. Ja, natürlich. Hätte die 2 gegen 1 Situation für Team Rot ergeben. Aber so steht es 1-0 für Team Blau. Counterpick auf Yoshis. Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Weiß ich auch nicht. Aber bei Teams ist das sowieso so eine Sache. Ja. Ich glaube, Yoshis und Teams ist auch eigentlich nur Chaos. Es ist Chaos, es ist sowieso Mirror Teams. Oh, ein Messup von Snacks war das. Hat da einen Stock verschenkt. Das ist natürlich nicht schön. Aber mit einem schnellen Kill auf den roten Fox, so wie es jetzt passiert ist, ist die Situation wieder ausgeglichen. Totales Chaos, alle offstage. Das Spam Aerial, irgendwo recovered jemand, da hält jemand seinen Fuß ins Gemenge. Oh, aber Niki online und dann mit dem Messen. Ich weiß nicht genau, was er dort geplant hat. Wollte er mit einem Shorten vielleicht auf die Wolke gelangen? Okay, schon 20 weitere Situationen passiert. Es ist einfach sehr schwer, hier zu folgen. Upsmash. Ah. Kommt direkt an die Ledge der Fox. Team Rot jetzt in Kontrolle. In der Kontrolle auf jeden Fall. Ein paar schnelle Hits und schon hat sich die Situation gedreht. Ja. Niki lässt sich souverän an die Ledge fallen. Entkommt damit dem Druck. Wieder alle auf dem letzten Stop. Also, es
sind alles sehr spannende Matches. Oh, 2-2 gegen 1 Situation. Für Team Blau. Aber Niki auf sehr, sehr hohen Prozenten. Ja. Versucht jetzt natürlich zu stallen, sicher zu spielen. Ein solider Hit könnte ihn töten. Großartig positioniert, um dort die Side B zu covern. Oh, jetzt muss er aber aufpassen. Ah, alles klar. Back Air und Taunt. Ja, unglaublich. Also 2-0 für Team Blau. Hätte ich auch nicht so erwartet. Matches gern und Team Blau solide. Ja. Das könnte man schon ein Upset nennen, würde ich mal sagen. Ja. Fax schreibt auch schon, Team Rot misst deren Kill Opportunities. Ja. Also. Wow! Ja. Paco on point. Ja. Let's go! Situation. Aber immer wieder macht Team Blau das sehr geschickt, wenn einer von ihnen geedgeguardet wird, dass der andere die Situation super stark stört, ja, da reingeht und irgendwie einfach Trouble makes. Na gut, jetzt werden sie gerade ein bisschen zerhackt. Still Even Stevens. Momentan sehen wir sehr viele 1 gegen 1. Ja, ja. Nicht so wirklich die Team-Kombos. Oh, und Kelm verpasst den Schein. Edgeguard-Situation verschenken. Ja. So, Niki in Gefahr. Nutzt aber schön das Schild auf der Plattform. Neigt es auch nach unten, um nicht gepokt zu werden. Ja. Und natürlich letzten Endes doch irgendwie getroffen. Aber er hat es sehr geduldig gehalten auf mir. Ja, war gute Defensive. Ist auch wichtig in Teams, das Schild lange halten zu können. Ja. Und einfach. Oh, Randall, die Situation resetten zu können. Kel SD'd sich. Wurde er gerettet und hat sich trotzdem SD'd. Ja. Das habe ich gar nicht so gesehen. Oh, schnelle Combo. Finisher mit F-Smash von Cookie. Wieder Einzelsituation. Unten wird einer gegrabbt, oben wird einer gescheint. Ja. Also das wenig Struktur, nur ganz selten mal ein wirkliches Teams-Game zu sehen, muss ich sagen. Sonst ja. Scrambles und 1 gegen 1. Ist klar. Also es werden auch keine Kombos unterbrochen, also jeder kann ungestört machen, was er will. Nur bei den Edgeguards greifen sie sich gegenseitig immer. Genau. Niki mit dem sehr schönen Tag auf der rechten Seite gerade, um sein Leben zu sichern. Ist klar. Oh, Kelvin. Niki ist noch übrig. Er hat hier die Chance, das 2 gegen 1 aufzureißen. Aber na gut, das wird solide gecovert. Ja, genau. Einer oben, einer an der Ledge. Ja, gibt es dann auch keine gute Option mehr. Hamburg, Hamburg! Ja, also die Hooligans sind wieder unterwegs hier. Der Pegel steigt. Alter Digga, ist hyped. Okay. Alles klar. Dreamland. Ich denke, es ist vielleicht ein Pick, um jetzt das Momentum des roten Teams wieder etwas zu stören. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das rote Team mag es lieber eng und immer ins Gesicht rein und alles angreifen, während Team Blau mehr mit Space spielt. Da der Stance. Auf jeden Fall wesentlich strukturierter eigentlich rangeht. Ja, genau. Aber nicht ganz so schnell. Richtig. Okay, in der Edgeguard-Situation kommt mit der Side B durch die Bär von Fox. Das war interessant. Oh, Backstep. 2-1. Ne, 2-1 für Blau. 2-1 für Team Blau. Niki mit dem Short, den glaube ich auch gesaved hat. Und schon wieder hat Snacks sehr schön Niki den Platz gegeben, um zu recovern. Zum Rot hier. Wenn Cookie jetzt weggeschlagen wird, der rote Falco, könnte es eine Lawine werden. Könnte es snowballen. Aber er scheint sich noch gut zu schlagen. Oh, Niki Edgehog seinen eigenen Teampartner. Macht noch extrem viel aus diesem hochprozentigen Stock.
Snacks hat sich gerade SD nochmal direkt. Oh wow. So viele Stocks verloren. 3 Stocks in dieser einen Edgeguard-Situation. Ich sehe gerade auf jeden Fall, dass Cookie das wirklich stark für sein Team rumgerissen hat. Natürlich Kale auch nicht schlecht dabei, aber Cookie hat hier die Stock einfach ewig gehalten und jetzt setzt er auch mit der Combo hinterher. Eieieiei. Haut Niki wieder offstage. Ja gut, der stumpfe F-Smash. Wieder überlebt er diese Edgeguard-Situation. Der rote Falco, schöner Tag. Ja, sehr schön. Okay. Wir haben wieder einen 2v1. Das ist jetzt Niki mit sehr hohen Prozenten auch. Na gut, das wäre ein Comeback. Das für die Geschichtsbücher, aber es wird nicht passieren. 2-2. Ja, aber jetzt ist wieder verbunden. Erfolgreich. Alles klar, so. Wenn sie vielleicht wieder eine kleinere Stage wählen. Final Destination, eine recht große Stage. Um ihre guten Edgeguards auszunutzen, denke ich mal, ist das auch eine solide Option. Es gibt keine Option mehr auf etwaige Plattform zu recovern. Richtig. Niki auch, wie gesagt, sehr solide mit seinem Tech-Skill. Upthrow Chain Grabs. Ja, der hier in den kleinen 1 gegen 1 Situationen einbringen kann. Aber, ja gut. Die halten eben nur 2-3 Hits aus, so wie die eben gerade. Nach dem Upthrow wurde er dann doch recht schnell unterbrochen. Ich denke, sie sollten dort auf jeden Fall mehr versuchen, ein Zoning- und Spacing-Game zu spielen, anstatt auf Combo-Setups zu gehen. Oder zumindest ein Mix-Up einzusetzen. Das ist eine chaotische Szene. Oh, okay. Kell sehr konzentriert auf den Edgeguard. Hat, glaube ich, nicht ganz so drauf geachtet, was da hinter ihm los ist. Okay. Jetzt Team Blau. Sehr schnell, sehr viele Stocks gezogen. Niki immer noch am Leben. Ja, 170%. Weiter das Stock. Ah, ja, ein F-Tilt wiegelt's dann. Sehr schöne Option von Kukin dort, den F-Tilt zu setzen. Sicherer Kill und kaum Commitment. Ist klar, wieder 2-1 gegen 1 Situation. Und dann passiert sowas. Also das ist... Mann, aus dem Nichts werden einfach zwei Menschen geabsmashed. Und wer da in welchem Team ist, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Da wird einfach reingehabt. Oh. Kell immer wieder mit den Offstage-Shines. Er verschätzt sich leider. Er verschätzt sich sehr. Er sollte lieber die Edge halten. Bekommt den Edgeguard nicht ganz, aber dann doch den Second Chance Grab sozusagen. Oh, Kell schon wieder. Das zeigt sich der solide Tech-Skill von Niki. Taggt also diesen Hit dort und setzt sofort den Schein. Dass die Situation einfach umdreht. Okay, wieder geht er hin zur Ledge und stört diesen Edgeguard. Also das muss ich sagen, das machen die einfach grandios. Falco sieht nach einem Bracket Reset aus. Also da müsste jetzt Kell schon 1000% Skill Turner machen, um dieses Game noch umzudrehen. Oder eine Back Air und 2 Shine Spikes. Oh. Oder Team Blau oder zerstört sich gegenseitig, wer weiß. Ja, jetzt spielen die mit ihrer Beute. Ja gut, ab vor Up Smash. Und das war das Game, das war das Set, das erste Set der Grand Finals. Ja.